herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem nächsten besonderen Unboxing. Denn ja, ich habe schon zwei Coolboxen von der Brandless Box bekommen, aber eine ging noch ab. Eine ging noch ab und die habe ich heute bekommen. Woohoo! Die Brandless Coolbox ist da und ich freue mich so. Ich hoffe, da ist was Süßes drin. Genau, die Brandless Coolbox ist da. Als letztes hatten wir ja die Degusta Coolbox, genau. Da weiß ich noch so einigermaßen, was drin war. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich hier drin wiederholt in Bezug auf die Degusta Coolbox. Und die Degusta Coolbox, die sollte aber diesen Monat auch kommen, wenn ich mich nicht alles täusche. Mal gucken. Auf jeden Fall hatten wir jetzt die Brandless Coolbox, die wir natürlich miteinander auspacken werden, dass ich sie dann einrichten kann, denn sie ist tatsächlich heute erst gekommen und normalerweise fotografiere ich es immer ab, wenn ich nicht zum Filmen komme und blende die Bilder dann ein. Aber heute habe ich, ja, eigentlich habe ich keine Zeit, aber ich habe noch so viel Zeit, dass ich die Videos aufnehmen kann. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Bevor wir aber mit den Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und einfach mal mitmacht. So, wir haben hier einmal Hinweis Brandless Coolbox. Also das ist das, wenn sie nach 2 Tagen nicht ankommt, dass man denen eben schreibt. Erreicht dich deine Coolbox innerhalb von 2 Tagen nach dem Versanddatum, gelten die regulären Mindesthaltbarkeitsdaten auf der Produktverpackung. Das Versanddatum findest du auf dem DHL-Etikett auf dem Paket als Referenznummer. Falls deine Coolbox später ankommt, bitte die Produkte nicht mehr probieren und uns über Brandless benachrichtigen. Das finde ich gut, dass die das so machen. Meins, wann ist meins? Was denn? Ja, wenn man das jetzt noch lesen könnte, gell? Also ich kann es nicht lesen, wann, ab welchem Datum das verschickt worden ist, weil das so schlecht lesbar ist. Aber ich habe, glaube ich, gestern erst die Versandbenachrichtigung bekommen. Ich denke, bei mir wird sich da nichts fehlen. Auf jeden Fall haben wir Ice Ice Baby. Hallo Nusi, auch wenn wir uns so langsam von der Eiskälte verabschieden wollen, auf unsere Coolbox im März wollen wir nicht verzichten. Wir haben uns die leckersten Neuentdeckungen aus dem Kühlregal geschnappt und bringen passend zum Frühlingsbeginn frischen Wind in deinen Kühlschrank. Bei dem Gedanken an knusprige Fischalternativen, frische Pasta, cremigen Grießpudding mit Fruchtgewürz und vieles mehr wird uns ganz wahr kalt ums Herz. Im Newsletter halten wir dich weiterhin mit guten Nachrichten und leckeren Überraschungen auf dem Laufenden. Viel Spaß beim Genießen und Ausprobieren wünscht dir, ich kann es immer noch nicht lesen, Daniele Pontarello oder irgendwie sowas. PS, wir freuen uns auf deine Produktbewertung auf Brandless. Genau, und da ist eben entdecke neue Snackwelten von süß bis salzig mit der Snackbox. Die Snackbox gibt es wieder. Holen. Ich liebe die Snackbox, die war letztes Mal so gut und die sieht auch echt gut aus. Deswegen als Ersatz für die Vernasche die Weltbox diesen Monat. Gucken wir mal. Ja, und dann machen wir mal auf. Und zuerst haben wir ein Kühldingens, ein Papierdingens und noch ein Papierdingens und dann kommen die Produkte und wir nehmen eins nach den anderen. Das erste, was wir haben, ist eine Verpackung. Logisch. Und zwar haben wir hier von Enduri wieder was. Das hatten wir, glaube ich, in der Degusta Coolbox schon drin oder hatten wir das auch hier in der Brandless Box? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und zwar Enduri Veggie Sticks Di Mare. Bis 21.03.22 haltbar. Das ist Montag. Das ist in 3 Tagen. Finde ich jetzt nicht so gut, dass das nicht mehr so lang haltbar ist, aber okay. Enduri Veggie Sticks Di Mare aus Basis von Erbsen- und Weizenproteinreich mit Omega-3-Quelle, trennbare Verpackung, weniger Plastik. Genau, und wie viele sind da drin? 5 Stück. 5 Stück für Stäbchen, also die reichen entweder für mich und meinen Mann, für uns zusammen auf jeden Fall nicht. Also eine Packung würde ich jetzt sagen, die werde ich mir dann wahrscheinlich mal in der Arbeit machen oder so. Und zwar Enduri Veggie Sticks Di Mare, ganz ohne Gerät und Beifang. Die Enduri Fischalternative auf Basis von Erbsen und Weizen sind echte Fingerfood-Klassiker für groß und klein. Knusprig, proteinreich, Omega-3-Quelle und leicht zubereitet. Besonders gut schmecken die Leckerbissen zu Kartoffelstampf. Kartoffelstampf hört sich komisch an, bei uns heißt es Kartoffelbrei. Blattspinat, Gurkensalat und Dips wie Remoulade oder Kräutersoße kosten 2,99 €. Ja, und 5 Fischstäbchen für 2,99 € würde ich tatsächlich nicht kaufen, denn dann sind die von Iglo noch billiger. Aber das ist halt das ganze vegane und vegetarische Zeug, das ist einfach noch viel zu teuer. Deswegen lohnt es sich fast nicht, vegetarisch oder vegan zu geben. Das müsste alles ein bisschen billiger werden. Da muss ich sagen, ist zum Beispiel mein Studiencampus sehr weit voraus, denn da zahlt man tatsächlich für das vegane Essen am wenigsten. Also ich glaube mit Fleisch 3,50 €, vegetarisch 3 € und das Vegane kostet 2,50 €, also da kann man sich echt nicht beschweren. Da kann man sich dann überlegen, ob man vegan oder Vegetarier will. Dann haben wir als nächstes einen Joghurt oder so.
Nein, keinen Joghurt. Und zwar Cashew-Creme. Junge Wilde Grünhof. Bio-Feinkost. Knoblauch Sambar-Oleg. Das hört sich echt lecker an. Oder Sambar-Oleg, wie das heißt. Bio-Aufstrich mit Cashewkerne, Knoblauch und Chili-Paste. Schätze ich echt gut an. Kenne ich tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, von Junge Wilde Grünhof Bio-Feinkost. Und das ist Grünhof Junge Wilde Cashewcreme Knoblauch Sambar Oleg. Grünhof launcht die neue vegane Submarke Junge Wilde. Submarke Junge Wilde und startet mit leckeren Cremes auf Basis von cremigen Cashewmus. Die Sorte Knoblauch Sambar Oleg ist eine scharfe Kombination mit Knoblauch und Chili. Ob als Aufstrich, Dip oder Zusatz zu Gemüsen. Diese Cashew-Creme ist ein Must-Have, nicht nur in der veganen Küche. Kostet 2,29 €. Für so einen Aufstrich würde ich es tatsächlich noch eher zahlen, weil der hält ja ein bisschen länger. Das ist ja mehr so ein Zusatz. Da kann ich irgendwie mehr Geld ausgeben, wie jetzt für Stäbchen. Da muss ich ja extra noch was dazu machen. Okay, muss ich ja auch. Ich muss Semmeln kaufen, aber das geht relativ schnell. Ich muss jetzt kein Kartoffelbrei dazu machen. Dann haben wir einen Joghurt. Ja. Einen Joghurt und zwar von Andros So Good So Veggie aus Kokosmilch Natur. Ihr könnt auch mal wieder eine normale Milch reinpacken. Es ist alles sehr vegan und vegetarisch angehaucht, finde ich. Von Natur aus laktosefrei, Kalziumquelle, 100% pflanzlich fermentiertes Kokosmilchprodukt. Hört sich auch lecker an. Und zwar Andros So Good So Veggie Natur mit Andros So Good So Veggie Natur geht richtig lecker auch ohne herkömmliche Milch. Die vollmundige, cremige Joghurt-Alternative auf Basis von Kokosnussmilch kommt ohne Zusatz von Zucker, Konservierungsstoffen, künstlichen Farb- oder Geschmacksstoffen. Perfekt für alle, die Geschmack ohne Kompromisse suchen. Kostet 1,99 € die 400 Gramm. Ist schon teuer für Joghurt, dann kaufe ich mir lieber den billigen. Von Hugo Munstig, gebe ich ehrlich zu. Also einen normalen Joghurt, einfach so, dann reicht dir. Weil es wird meistens eben mit was zusammengemischt. Dann haben wir... Den hatten wir schon, den kennen wir. Das erste Produkt, das wir schon kennen, und zwar dieser Eifreisalat von Walter Pops. Meistersalat, veganer Eifreisalat. Klimaneutral auf Basis von Rapsöl und Kichererbsenmehl. Das hatten wir, und Kichererbsen, das hatten wir ja in der Degusta Coldbox auch schon drin. Also das ist jetzt das erste Produkt, was sich wiederholt. Finde ich aber nicht schlimm, weil der war auf jeden Fall gut. Walter Pops Eiersalat, die beliebte Feinkostsalate von Pop, gibt es nun auch in der veganen Variante. Walter Pops Eifreisalat mit Eiersatz auf Basis von Rapsöl und Kichererbsen und mit hausgemachter veganer Salatmayonnaise überzeugt mit authentischem Geschmack und schmeckt genauso lecker wie in der klassischen Zubereitung. 1,99 € kosten 150 Gramm. Würde ich aber, ich gebe es zu, tatsächlich trotzdem nicht für 1,99 € kaufen. Ist halt wieder vegan, ist wieder teuer. Dann haben wir als nächstes. Da wird sich mein Mann freuen. Von Gasi, Väter traditionelle Art. Der liebt solchen Käse. Und der ist vor allem in Nudeln oder so reinzumischen echt super. Und der steht hier hinten drauf. Aha. So cremig lecker. Der Gasi Väter darf in meinem Kühlschrank nicht fehlen. Von Christina Social Media und Content Managerin. Gasi Väter. Gasi ist Väterpionier. Der original griechische Weichkäse, hergestellt aus reiner Schafmilch und greift in nach traditioneller Salzlage. Verleiht verschiedenen Speisen eine würzige, aromatische Note. Ein intensiver Genuss, ob pur zu Brot, als Grünung im Salat oder mit Tomaten und Kräutern im Ofen überbacken. Kostet auch 1,99 €, 150 Gramm. Ist mir auch eindeutig zu teuer. Dann nehmen wir auch den von Gut und Günstig. Also den werde ich wahrscheinlich auch nicht nachkaufen. Aber mein Mann wird sich auf jeden Fall freuen. Der hält sehr, sehr lange, von bis 6.12.2022. Interessant. Das hält bis, habe ich jetzt gar nicht geguckt, keine Ahnung. Also hier steht es nicht drauf. Und der Eifreisalat, der hält bis, irgendwie finde ich die ganzen Daten hier nicht. Ah ja, hier. 30.03.2022. Ist wenigstens noch ein bisschen länger als die Fischstäbchen. Ja, also bis jetzt echt mega. Das hat sich bis jetzt bloß ein Produkt wiederholt, was ich aber nicht schlimm finde. Dann haben wir, das sieht ja lecker aus. Und zwar neu Kerrygold, frisch und cremig aus original irischem Frischkäse mit Kirschpaprika. Oh, das sieht echt lecker aus. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt auch so Frischkäse haben. Da bekomme ich gleich wieder Hunger. Kerrygold, frisch und cremig, Kirschpaprika. Kerrygold, frisch und cremig ist der erste Frischkäse aus bester irischen Weidenmilch mit Kühen, die in Irland fast das ganze Jahr draußen grasen. Das verleiht dem Frischkäse seinen vollen Geschmack und einzigartige Cremigkeit. Kerrygold, frisch und cremig, Kirschpaprika vereint eine süßlich-fruchtige Note mit einer Schärfe. Da haben wir auch wieder 150 Gramm und kostet 1,69 €. Das würde ich tatsächlich ausgeben. Das ist jetzt das gleiche wie hier, oder? Da haben wir auch 150 Gramm und für
das haben wir gezahlt, was haben wir gesagt? 1,99? 2,29 sogar, ja, dann würde ich mir tatsächlich eher das von Kerrygold holen. Aber mega, werde ich sehr gerne testen. Dann habe ich gerade schon was sehr spät und es ist leider eine Wiederholung, aber auch nicht schlimm, denn es sind die Milka-Dinger. Ich weiß nicht, wie der heißt, dann nehme ich meinen Mann noch eins mit. Die hatten wir auch schon in der Coolbox drin. Könnte es sogar sein, dass die schon mal in der Brandon's Coolbox drin waren. Jetzt noch lockerer. Frisch aus dem Kühlschrank genießen. Einmal diese, ja, wie nennt man das? Schokosnack. Hier steht Schokosnack. Mega, mega lecker. Die hatten wir schon und die waren ratzfatz weg. Und zwar Milka Schokosnack, so schokoladig zart, so locker frisch. Der Milka Schokosnack mit zartschmelzender Milka Alpenmilchschokolade und einer lockeren Creme aus frischen Vollmilch ist der perfekte kühle Genuss für zwischendurch und genau das Richtige für Schokoladenfans. Als Vorratspackung mit 4 einzelnen verpackten Snacks erhältlich. Kostet 1,79 Euro. Würde ich ausgeben. 1,79 Euro würde ich ausgeben. Gebe ich zu. Kostet ja tatsächlich auch nicht mehr wie Kinder Pinguin oder Kinder Milchschnitte. Die kosten ja ungefähr genauso viel. Ich glaube, dass Milchschnitte ein bisschen billiger ist. Dann haben wir als nächstes eine Packung Nudeln. Und zwar Pasta della Pasta Nonna. Pasta Fressa Burrata Pomodoro Steinhaus. Hergestellt in Deutschland. Tomaten aus EU und nicht EU. Frische Teigwaren mit 50% Burrata und tomatenhaltiger Füllung. Pasteurisiert. Was ist Burrata? Ich habe keine Ahnung, was Burrata ist. Ich denke Käse. Also steht jetzt Molken Eiweißkäse. Und hier ist auch so, sieht ein bisschen aus wie ein Käse, aber das sehen wir gleich. Vielleicht steht hier mehr. Das sind auf jeden Fall 230 Gramm, also auch wieder bloß eine Portion, also für mich oder meinen Mann. Und zwar Steinhaus Pasta della Nonna Burrata Pomodoro. Die schmecken wie handgemacht. Die neue frische Pasta von Steinhaus ist nach Nonnas Originalrezept hergestellt. Fein mit Mehl bestäubt und hat eine sehr cremige Füllung. Bei der Sorte Pasta della Nonna Burrata Pomodoro verschmelzen edler Burrata und fruchtige Tomaten miteinander. Bon Appetito. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht, was Burrata ist. Kostet auf jeden Fall 2,99 Euro und das würde ich tatsächlich auch nicht ausgeben. Ist mir auch zu teuer. Aber die sehen echt mega lecker aus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die werden hier auf jeden Fall bleiben. Dann kann mein Mann die veganen Fischstäbchen essen. Dann haben wir noch einen Joghurt. Ah, Löffelglück von Dr. Edgar. Grieß, Pudding und Kirschen. Muss ich mal gucken, ob den mein Mann mag, weil wenn den mein Mann nicht mag, dann werde ich den meinem Papa bringen. Der mag den recht gern. Aber ich habe es weder mit Grieß noch mit Kirschen, gebe ich ehrlich zu. Also Grieß, Pudding, ab und zu esse ich ihn, aber eigentlich mag ich die Konsistenz nicht, weil ich die als Kind schon nicht mochte. Mittlerweile geht es sozusagen. Ich kann es essen, es ist aber nicht mein Lieblingsessen. Und zwar haben wir Dr. Oetker Löffelglück, Grieß, Pudding und Früchtegrütze. Ja, also die Fruchtgrütze ist sozusagen die Kirsche da. Da hätte es auch eine andere gegeben und zwar rote Grütze. Also einmal Kirschen oder rote Grütze. Und die behalten wir eben die Kirschen. Cremig trifft fruchtig. Dr. Oetker Löffelglück vereint cremigen Grießpudding und fruchtig süße Grütze zu einem Genussmoment in Doppelkommabecher. Die zwei leckeren Sorten Grießpudding mit Kirschgrütze und Grießpudding mit roter Grütze eignen sich perfekt als Dessert oder kleines sättigende Zwischenmahlzeit. Kostet 99 Cent. Würde ich auch ausgeben, wenn ich es mögen würde, aber ich mag es halt einfach nicht. Ja, ich hoffe, dass es mein Mann ist, aber wie gesagt, mein Papa ist es auf jeden Fall. Dann haben wir hier, fühlt sich an wie der Letter. Ja, und das ist das zweite Produkt, beziehungsweise das dritte Produkt, was sich wiederholt, oder? Genau, das dritte Produkt, das sich wiederholt. Aber finde ich nicht schlimm, denn ich liebe Letter. Ich mag keine Rama, ich mag keine Butter, ich brauche Letter. Deswegen finde ich die sehr gut. Die hatten wir auch in der Degusta Coldbox. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt dann machen. Das heißt, die andere ist noch geschlossen. Das heißt, die wird auch noch länger geschlossen bleiben. Aber da kann man ja nie genug haben. Die kann ich auch einfrieren, wenn es wäre. Letter vegan, 100% pflanzlicher Genuss zum Streichen. Die neue Letter vegan mit dem typisch natürlich frischen Geschmack sorgt für einen aktiven Start in den Tag. Die pflanzliche Halbfettmargarine mit 39% Fett eignet sich hervorragend als leichter Aufstrich auf Brot, Brötchen und Co. So Blätter konnten vegan sein. Kostet 1,59 Euro, würde ich tatsächlich auch ausgeben. Wie gesagt, ich liebe Letter, den Preis gebe ich auch aus. Ich mag einfach den frischeren Geschmack von Letter. Das Rame ist mir einfach ein bisschen zu. Das schmeckt eben nicht so frisch wie die Letter. So ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Auf jeden Fall anders. Ein bisschen fettiger, finde ich. So ein bisschen fettiger. Wärmer. Also ich würde es als wärmer beschreiben und das ist frisch. Und das ist mir einfach lieber. Genau, also einmal die Letter und dann haben wir noch zwei Produkte drin und zwar einmal ein Porridge in der Sorte Vanille von Müller. Wusste ich jetzt gar nicht, dass es die gibt. Haferflocken und Milch, ballaststoffreiche Quelle. Bis 9.4. ist das sogar noch haltbar und zwar, oder hätte es verschiedene gegeben. Und zwar hätte es einmal gegeben Apfel, Klassik, Schoko, Vanille. Ach, Schoko hätte ich gerne gehabt oder Apfel.
die anderen zwei jetzt, ja, ich bin kein so ein Vanille-Fan, aber ich werde es trotzdem essen. Ist bestimmt nicht schlecht. Vanille ist auch wieder so wie der Grießpudding. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber ich esse es. Müller Porridge, inspiriert von der traditionellen Rezeptur, eignet sich der Müller Porridge heiß oder kalt perfekt als köstlicher Start in den Morgen oder als ideale Zwischenmahlzeit im Alltag. Für Abwechslung ist gesorgt, denn unter den vier Sorten Klassik, Schoko, Vanille und Apfel findet garantiert jeder seine Favoriten. Also ich denke, ich werde mir auf jeden Fall, also kostet 79 Cent, würde ich auch ausgeben, ich werde mir auf jeden Fall mal die Schoko- und die Apfelvariante holen. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren, wie die schmecken. Sehr, sehr schön, kenne ich noch nicht. Ein sehr schönes neues Produkt. Und dann das letzte, kenne ich schon, finde ich aber auch nicht schlecht, dass es drin ist, weil dann kann ich nochmal die Tomatenblätterteigteile machen. Wer nicht weiß, was ich meine, das ist in dem Vlog gewesen, den verlinke ich euch oben. Da habe ich so Tomatenvierecke gemacht, so Blätterteigvierecke mit Tomaten drauf, Basilikum und Knoblauch und Öl und ja, die sind so lecker, die kann ich euch mega empfehlen. Die habe ich aber leider ein bisschen versalzen, das heißt, beim Salz muss ich dieses Mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir haben hier wieder einen Blätterteig und das ist auch ein Wiederholprodukt, deswegen sage ich, haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Wiederholprodukte. Das finde ich aber in Ordnung. 4 Wiederholprodukte und vor allem Essen, das geht ja auch weg. Das sind alles Sachen, die bei uns recht schnell wegkommen, deswegen finde ich es nicht schlimm. Bei Kosmetik ist es ein bisschen schwieriger, wenn man Wiederholprodukte hat. Frischer Rustikalblätterteig mit Weizen, Vollkornmehl und ballaststoffreich. Kann ich euch mega empfehlen, der ist wirklich sehr, sehr lecker. Den haben wir schon gegessen. Und zwar, mit allgemein, die Tante Fanny Sachen sind gut. Tante Fanny Blätterteig Rustikal. Rustikaler Genuss frisch aus dem Ofen. Der Blätterteig Rustikal von Tante Fanny ist ein echter Alleskönner. Von herzhaften Pestotaschen bis hin zu schokoladigen Nougatkringeln. Durch die Verwendung von Weizenvollkornmehl schmeckt der Teig herzhaft lecker und ist außerdem ballaststoffreich, vegan und palmölfrei. Kostet 2,19 Euro. Also finde ich gut. Es ist teuer, aber es gibt, glaube ich, sonst keinen Vollkornblätterteig, also keinen so Rustikalblätterteig, deswegen würde ich es tatsächlich auch ausgeben. Also ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr lecker und kann ihn euch mega empfehlen. Freue ich mich. Ja, und das war's tatsächlich wieder mit dem Video. Das war jetzt alles, was in der Brain Boost Coldbox drin war, aber ist auf jeden Fall auch genug. Wir gehen nochmal durch. Blätterteig, eines meiner Favoriten auf jeden Fall. Nudeln, bin ich sehr gespannt drauf, wie die schmecken. Ich liebe Nudeln. Dann einmal das von Kerrygold, da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Das sieht mega lecker aus. Dann einmal Letter Vegan, zwar ein Wiederholprodukt, aber kann ich immer brauchen. Einmal der Eifreisalat, da freut sich mein Mann bestimmt auch drüber. Dann einmal die veganen Fischstäbchen, überteuert, aber ich bin gespannt, wie die schmecken, weil wir hatten da schon mal Schnitzel oder so drin und die waren auf jeden Fall gut. Dann einmal Schokosnack, auch eines meiner Favoriten, geht immer. Da, auch wenn sich's wiederholt. Dann einmal der Grießpudding, wie gesagt. Ich habe es nicht so mit Grieß, aber der wird auf jeden Fall wegkommen. Dann der Porridge. Andere Sorte wäre mir zwar lieber gewesen, aber es ist in Ordnung. Dann einmal ein Naturjoghurt. Ja, bin ich gespannt. Ist Joghurt. Kann ich nicht viel zu sagen. Dann, da bin ich auch mega gespannt drauf, auf das Knoblauch Samba Oleg. Und dann einmal der Gassi-Feta. Da wird sich mein Mann wahnsinnig drüber freuen. Ja, genau. Und das war's dann tatsächlich. Mehr steht hier nicht mehr drin, glaube ich. Sicher dir deine weitere Codebox im März für 12,99 €. Ich glaube, den Flyer hebe ich mir auf. Das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was euer Favoritenprodukt aus dieser Box gewesen wäre. Oder habt ihr schon eines der Produkte probiert? Dann eure Erfahrung auf jeden Fall in die Kommentare, denn das kann den anderen Zuschauern natürlich auch ein bisschen helfen. Würde mich sehr freuen. Dann könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keinen Haul mehr, kein Unboxing mehr, keinen Vlog mehr und so weiter. Würde mich auch sehr freuen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!